Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück zu Mini Motorways. Es ist sehr lange her, dass ich das letzte Mal dieses Spiel gespielt habe. Aber es wird wieder mal Zeit. Mal schauen, was ich überhaupt so gemacht habe. Okay. Moskau könnten wir spielen. Bring Moskaus Straßenringe und den Schlängelnverlauf der Moskau in Einklang. Moskau, sorry. Spielen wir doch einfach mal Moskau. Wahrscheinlich muss ich erst wieder etwas reinkommen. Aber das sollte ja kein Problem sein. Passiert natürlich noch nicht ganz so viel. Wir lassen mal die Zeit etwas schneller vorlaufen. Du hast keine Straßen mehr, das ist doof. Ampeln, Brücken, ich glaube, Brücken brauchen wir vorerst keine. Dann nehmen wir die Ampeln. Läuft bisher ganz gut. Das Ganze können wir hier wieder abgrenzen, dass gelb und blau einzeln ist. Den nehmen wir mal über die blaue Strecke mit. Da das Gerät am einfachsten ist. Und bisher auch noch keine Probleme macht. Möglicherweise interessant. Eine Brücke haben wir, zwei Ampeln. Ich nehme mal die Brücken. Da habe ich hier langsam den unteren Kreis dieser Flusseinmündung bekommen. Bisher läuft alles reibungslos. Weiß ist einzeln, gelb ist einzeln, blau auch, hier gelb auch. Das sieht gut aus. Brauchen wir auch noch nirgends irgendwie eine Ampel oder sonst was. Autobahn ist auf jeden Fall gut. Können wir gut gebrauchen irgendwann bestimmt. Zum Beispiel für Weiß. Okay. Das ist jetzt lustig. Solange der hier das alleine schafft, können wir vorerst. Ja, das wird jetzt schwierig.
Da nehme ich jetzt einfach mal die Autobahn. Da es sonst gar nicht anders gehen würde, also ohne dass wir hier alles durcheinander bringen. Sieht aber ganz okay aus bis jetzt. 140 Punkte haben wir schon geschafft. Alle kommen nach, ohne großes Chaos zu stiften. Das ist jetzt auch ehrlich gesagt doof. Da müssen wir fast eine Kreuzung machen. Und dann nehme ich einfach gleich mal eine Ampel zum Anfang. Ich denke, dass das besser ist. Ansonsten sieht es ganz okay aus. Hier ist jetzt schon ein großer Shopping Cent. Ah, es kommt noch nach. Nirgendwo stellt was an. Das sieht gut aus. Und schon wieder eine Woche rum. Eine Brücke haben wir noch. Dann haben wir 30 Straßenteile. Sieht alles ganz okay aus. Den Fahrzeug brauchen wir eigentlich gar nicht. Ja, auch die zwei blauen hier. Auch die gelben benötigen wir noch nicht. Okay, jetzt wird's interessant. Tourist in Moskau, Errungenschaft freigeschaltet. Gelb wird langsam etwas knapp. Den könnten wir hier hinzunehmen. Eine Autobahn, vielleicht von diesem gelben hier nach hier drüben. Mache ich einfach mal, vorsichtshalber. Blau wird langsam auch knapp. Es ist schlau, noch ein weiteres blaues Haus anzuschließen. Braucht es das überhaupt? Auch weiß wird langsam etwas eng. Kreisverkehr. Okay. Ich würde hier im Kreisverkehr besser passen. Da das Ganze vielleicht schneller laufen lässt. Aber wir nehmen die Straße hier weg, weil hier sind alles weiße Häuser dran. Und
Dann können die vorerst hier oben lang fahren, bis wir eine Autobahn haben. Dann braucht es echt den Kreisverkehr gar nicht. Versuche das irgendwie gerade schlau zu lösen. Ist aber ein bisschen schwierig. So. Dann fährt Weiß hier oben lang. Ist natürlich doof wie mit dieser Kurve. Aber geht nicht anders. Hier wird es langsam knapp. Die haben eine doofe Kurve drin. Das im Auge behalten und Weiß. Blau kommt nach. Die haben genug Fahrzeuge drin. Auch hier ist alles gut. Weiß hat eigentlich auch genügend Fahrzeuge, nicht dass ich das sehe. Hier noch mehrere stehen. Ja, wo ist die Bahn jetzt los? Kann ich vielleicht das doch noch hinzufügen? Jetzt sieht es wieder etwas besser aus. Wir haben keine Brückenkreise gehabt. Dann nehmen wir die Brücke. Weißen hier unten habe ich gar nicht gesehen. Aber die können wir ruhig mal mit anbinden. Damit die hier auch weiter arbeiten können, dann können wir eigentlich die Straße hier wegnehmen. Dann regeln die hier unten das Ganze. Weil es hat halt einen recht langen Weg. Das ist das Problem. Okay, jetzt kommt hier noch Blau dazu. Es ist doof. Können wir das lösen? Indem wir Gelb hier unten durchschicken. Die Autobahn löschen. Fahren die halt alle hier lang. Das ist ein Problem. Blau sind alle hier drüben, fast zumindest. Wir haben keine Brücke. Dann schließen wir einfach hier mit an. Da braucht es, glaube ich, keine Ampel. Hier oben sind noch blaue. Autos, die wir eigentlich hier mit anbinden können. Dass die hier mit in den Verkehrsfluss einbezogen werden können. Und dann müssen wir halt die Autobahn von hier drüben nach hier drüben ziehen. Weil die sind sonst hier am Arsch. Thank you.
Weil das macht dann auch mehr Sinn, wenn man so eine lange Autobahn hat. Und jetzt bohren natürlich alle lila Häuser hier drüben. Ja gut. Dann war es die beste Entscheidung eigentlich. Grün hier oben ist jetzt auch ein Supermarkt, ein großer. Weiß hat ein bisschen zu strugglen. Wenn ich das so sehe. Die haben halt auch einen echt langen Weg. Kreisverkehr braucht es nirgends, eine Ampel auch nicht. Hier ist halt ein bisschen Chaos. Vielleicht können wir das so irgendwie besser machen. Oder so einen Überblick erschaffen. Das ist alles gut. Gelb, blau, lila und weiß. Weiß hat am meisten zu strugglen. Eine Brücke. Die nehmen wir vorerst hier raus, die braucht es gar nicht. Jetzt kommen hier noch grüne Häuser hinzu. Die wird null gebrauchen können. Wir brauchen eine Autobahn für Weiß, um von hier irgendwie nach hier drüben zu kommen. Blau hat halt eine recht starke Kurve hier drin. Könnten wir vielleicht die Geschwindigkeit so anpassen, dass das besser geht. Es hat hier auch ein zweites Weiß. Department. Die Kurven verlangsamen ja die Fahrzeuge auch immer, das ist ein Problem. Okay, ich mach mal die Zeit langsamer. Moskau-Pendler-Errungenschaft freigeschaltet. Hier unten hat es auch recht viele weiße Häuser. Weiß hat sich ein bisschen beruhigt. Gelb hat jetzt ein bisschen mehr zu strugglen wieder. Und hat auch einen langen Weg. Das Haus kann ich nicht mit einbinden. Das ist zu weit weg. Da bräuchte es zwei Kreuzungen. Ich kann es versuchen. Aber ich glaube nicht, dass es was bringt. Dann tue ich hier einfach mal eine Ampel hin. Gelb hat ein bisschen Problem. Wie es scheint. Die bräuchten fast hier einen Schnellanschluss. Eine Autobahn, danke sehr. Bringt das was? Wahrscheinlich eher mehr Chaos als alles andere. Was ist jetzt das Schlauste? Weiß, die hier recht viel brauchen. Hier unten hat es viel Weiß, die kann nicht fahren. Die könnten wir hier rüber lotsen, das ist aber ein langer Weg. Aber vielleicht auch der richtige Weg.
mache ich einfach mal so. Dann bräuchten wir hoffentlich irgendwann noch eine Autobahn für Gelb hier drüben, um hier hinzukommen. Damit wir hier dieses Chaos und Kreuzungswirrwarr vernichten können. Blau sieht okay aus, Violett ja eben. Grün ist auch ganz gut drin. Und da fängt es halt schon an. Wir kreuzen jetzt ein paar Farben zusammen. Daher kann das Rex schon zum Problem werden. Ja, nice. Noch mehr Lila. Hat uns gerade gefehlt. Dann kommt ihr trotzdem mal hinzu. Da hat es jetzt ein Problem. Dann wäre es wahrscheinlich besser so zu machen. Damit sich hier das Chaos etwas beruhigt. Lila hat zu strugglen wegen Gelb, die auch noch hier lang müssen. Das ist ein Problem. Lila ist am Arsch. Wenn man das mal so ausdrücken kann. Ein Kreisverkehr hilft da wohl nicht viel. Nee. Würde nichts bringen. Wir müssen kurz mal Gelb hier rausnehmen. Dann machen wir halt hier eine. Auch nicht. Eigentlich eine Schnellstraße. Ja, nicht Schnellstraße, aber. Ihr wisst schon, was ich meine. Einfach eine Abzweigung, damit die anderen Gelben hier hinkommen können. Und jetzt ist da drüben auch noch Gelb. Really? Das wird jetzt beschissen. Blau hat ein Problem. Hier drüben hat es auch schon ein Problem. Oh shit. Da habe ich jetzt zu wenig drauf geachtet. Das wird jetzt schwierig. Ja, und keine Autobahn, nice. Sehr gut. Sehr gut. Lila hat verkackt, wenn ich das mal so sagen kann. We have a problem. Ja, das sieht so aus, als ob es das gewesen wäre. Kann ich auch keine
Ampel hinsetzen. Nice. Gut. Lila ist unser Besieger. Game over. Zu wenige Autos erreichten dieses Ziel rechtzeitig. Der Verkehr brach nach 79 Tagen zusammen. 1521 Pendler waren in dieser Zeit auf deinen Straßen unterwegs. Nice. Da gibt's gleich mal ein kurzes Foto. Moskau, Mexikaner. Ohne. Jeez. So, ja, doof. Das war unser... Die hatten einfach einen zu langen Weg und hier war zu viel los. Aber auch Gelb hätte uns hier ein Problem bereitet, wie auch Blau. Hier Lila, hier Gelb und hier. Ja. Ist einfach ein zu großes Chaos. Kann man nicht anders sagen. Naja, kann man nichts machen. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Mini Motorways. Bis dahin, haut rein. Tschüss.